Es ist kein Mensch. Sollen wir aufhören, menschlich zu sein? Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Ich habe euch heute Seelen mitgebracht. Im Original heißt der Film The Host und ist von der Twilight-Autorin Stephenie Meyer geschrieben worden. Deswegen geht es auch hier wieder ein bisschen um Liebe, diesmal aber im Science-Fiction-Gewand. Denn es gibt irgendwie eine ganz verrückte Rasse aus irgendeinem Universum, einer Galaxie. Denn die besetzen die menschlichen Seelen und sie heißen auch selber Seelen. Das heißt, ich bekomme eigentlich mein Dominik-Sein im Kopf irgendwie gelöscht. Die Augen fangen an zu leuchten und ich bin auf einmal völlig wer anders. Vielleicht heiße ich dann auf einmal Thomas. Saoirse Ronan spielt die Hauptrolle hier, Melanie, und ist eine der letzten menschlichen Überlebenden. Sie wird von der Sucherin aufgesucht, also da gibt es mehrere Sucher und Sucherinnen, die versuchen, die letzten Menschen auszulöschen, hier gespielt von Diane Kruger. Und sie muss sich auch für ihren Bruder einsetzen, ist auch noch einer der letzten menschlichen Überlebenden. Und hier geht es eben sehr viel Liebe, um Überwindung von allem, was es irgendwie gibt und wie das aussieht. Das seht ihr hier. Tun dir diese Menschen etwa leid? Ihnen nicht? Kennen Sie aus Ihren anderen Leben solche Gefühle nicht? Sie waren brutal, töteten sich gegenseitig, zerstörten ihren Planeten. Ein Wunder, dass sie so lange überleben konnten. Ich habe gute Neuigkeiten. Deine Identifizierung von Jared Howe war sehr hilfreich. Es gab eine Sichtung. Ich bin zuversichtlich, dass wir ihn finden. Nein! Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich die Twilight-Filme ja nicht so gut fand. Sag aber immer, wenn ich ins Kino gehe, okay, du willst diesen Film auf jeden Fall gut finden. Vielleicht ist da ja was dabei. Relativ frühzeitig war meine Hoffnung aber auch wirklich schon wieder in den tiefsten Löchern begraben. Denn man muss dazu sagen, dass in diesem Film auch immer eine Off-Stimme erzählt. Beziehungsweise man die Seelen, also die eigentlichen Seelen, immer wieder hört. Denn in diesem Film geht es ja darum, dass Melanie auch wirklich gekapert wird. Das ist kein Spoiler, das passiert nämlich in den ersten 2 bis 3 Minuten. Und immer noch mit sich selber spricht, weil sie ja dagegen kämpft, von dieser Seele aufgenommen zu werden. Das heißt, man hört ihre Stimme immer doppelt. Die im Kopf, die mit einer, also wenn ich mich mit mir selber spreche, ist immer mit so einem Mega-Hall-Effekt überlegt. Das heißt, jeder dämliche Depp soll auch einfach wissen, wenn sie gerade den Mund nicht aufmacht, man aber ihre Stimme hört, dass sie gerade eigentlich nachdenkt. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig gelöst, denn der Film geht über 2 Stunden und alle 2 Minuten spricht sie irgendwie mit sich selber und guckt ein bisschen grenzdebil in der Gegend rum. Das ist echt anstrengend, würde man aber ja verschmerzen, wenn die restliche Geschichte in irgendeiner Art und Weise stimmig inszeniert ist. Hier kommen wir zum nächsten Problem. Die Geschichte geht, glaube ich, irgendwie nicht für 2 Stunden richtig gut. Man kann da wirklich an allen Ecken straffen, weil die Geschichte an einigen Stellen einfach immer wieder auf der Stelle galoppiert und gar nicht weiterkommt. Allgemein merkt man auch, dass es gerade die brutalen Szenen irgendwie für das eher jüngere Publikum inszeniert worden sind. Denn es wird gekämpft, es wird geschossen, es sollen auch Menschen irgendwie irgendwo sterben. Blut sieht man aber an keiner einzigen Ecke. Die schauspielerische Leistung schwankt auch immer zwischen durchschnittlich bis katastrophal hin und her. Obwohl einige namhafte Darsteller dabei sind, aber man hat auch irgendwie das Gefühl, dass sie eher lustlos in der Gegend rumrennen. Das ist aber auch nicht eigentlich das Hauptproblem. Ich komme ja immer von einem Problem zum nächsten, was aber immer noch schwerwiegender ist. Die Regie ist an einigen Stellen auch irgendwie total bescheuert. Also es gibt eine Szene, da kommt sie eben in das Camp dieser, der Menschen, die es eben noch gibt. Und die müssen auch irgendwie so ein Feld bestellen. Das ist aber noch gar nicht fertig, dieses Feld. Dennoch stehen 20 Leute mit ihrer Sichel im Hintergrund rum und gucken nach links, gucken nach rechts, als hätten sie Besseres nichts zu tun. Davon gibt es einige Szenen, da stellt man sich eigentlich immer nur die Frage, ja, ihr habt die Komparsen gebucht und dachtet, ey, die haben wir jetzt noch einen halben Drehtag bezahlt. Die stellen wir auf jeden Fall noch da hinten irgendwie rein, weil sind sie ja noch irgendwie da, das sieht alles ganz gut aus. Gleichzeitig will der Film es auch allen recht machen. Das heißt, es werden sämtliche Konflikte in dem Film relativ glatt am Ende abgebügelt, sodass für alle irgendwie was dabei ist. Und auch gerade die Typen. Normalerweise würde ich ja jetzt sagen, es hat bei Twilight auch gut funktioniert. Ne, hier einmal Jacob und einmal, wie heißt er denn noch? Hier die Rolle von Robert Pattinson. Die sind so gegenbesetzt. Das ist auch das gute Boygroup-Prinzip. Ne, es gibt einen Blonden, es gibt den Verwegenen, es gibt den Sunnyboy, es gibt den ziemlich ruhigen, aber mit dem krassen Körper. Ihr wisst, was ich meine. Und hier sehen die Typen aber irgendwie alle gleich aus, dass man sich irgendwie fragt, ja, warum kannst du dich denn nicht entscheiden? Ist doch eh egal, welchen du nimmst. Auch da muss ich sagen, ist der Cast ein bisschen schwierig besetzt worden. Und jetzt komme ich aber zum Highlight. Ich lese nämlich etwas aus dem Presseheft vor und da werden einige von euch auch direkt wissen, warum sie sich diesen Film vielleicht unbedingt anschauen wollen oder auch nicht. Mit ihrem Einsatz für ihre Freunde Jared und Ian, für ihren Bruder Jamie und ihren Onkel Jeb
beweist sie, dass die Liebe auch in einer gefährlichen neuen Welt jedes Hindernis überwinden kann. Wer soll sich Seelen jetzt im Kino anschauen? Ich denke mal, Twilight-Hardcore-Fans, die diese Art von Geschichten zu schreiben von Stephenie Meyer mögen, sind auch hier relativ gut beraten. Wer sollte sich das aber nicht anschauen, sind eben genau die Leute, die bei Twilight schon irgendwie den Graus bekommen haben. Ich bin für euch ja reingegangen, aber auch diese Verfilmung mochte ich eben überhaupt gar nicht. Science-Fiction-Freunde werden hier auch eben mit einer relativ halbgaren Nummer abserviert. Da gibt es eben auch noch andere Vertreter dieses Jahr, wo man sich sein Geld besser anlegen könnte. Deswegen, wer soll sich diesen Film nicht anschauen, eigentlich alle anderen, die mit dieser Thematik nichts anfangen können. Ja, ich habe wieder richtig auf die Kacke gehauen. Meine persönliche Bewertung fällt natürlich dementsprechend doch aus. Dabei möchte ich doch einen Film gut finden, wo ich gerade weiß, ey, da gibt es draußen von euch ganz viele, die diese Filme mögen. Seid mir nicht böse, dass ich diesem Film auch hier nur 3 von 10 Punkten geben kann. Man bemüht sich an allen Ecken, aber es funktioniert einfach überhaupt nicht. Aber die Twilight-Leute sind bestimmt dabei. Hier Team Jacob, Team Edward, da habe ich auch den Namen von Robert Pattinson wieder. Seid mir nicht böse. Ich meine es nicht böse, aber für mich war das überhaupt gar nichts. Und deswegen gibt es von mir für Seelen nur sehr schwache 3 von 10 Punkten. Hat euch die Review gefallen, beziehungsweise wollt ihr immer brutal ehrliche Reviews zu Filmen haben, auch wenn es dann mal schlecht ausgeht, gebt mir den Daumen nach oben, ansonsten den Daumen nach unten. Wenn euch noch eine andere Review von mir interessiert, schaut doch mal hier rein, hier gibt es auch noch eine andere. Allgemein gibt es ja immer jede Woche alles zu den neuesten Filmen in den Kinos, könnt ihr auf Abonnieren klicken, wahlweise bei Twitter und Facebook auch den anderen Kram von mir verfolgen. Freue ich mich, ansonsten sehen wir uns bald wieder bei einer neuen Filmkritik hier in der Filmfabrik mit mir, dem Dominik.